So. Und die kann eigentlich dahin. Da ist gar kein Verbinder. Warum denn nicht? Warum ist denn da kein Verbinder? Verstehe ich nicht. So. Blue Network Cable, ja. Lass mal nach Xnet gucken. Wie hieß das? Blue Connector. So, bam. Ah, wir haben kein Blue Dye mehr. Wie kann das denn sein? Machen wir einfach aus Lapis. Kein Mensch braucht Lapis. Wozu soll ich denn Lapis benutzen? Bam, Blue Connector. Gut. Den setzen wir mal dahin. Und nennen ihn in Chemical Dissolution. Ne, ich glaube, das ist richtig so. Chemical Dissolution. Und dafür brauchen wir hier ein extra Dingens, weil der ja mit Flüssigkeiten handelt. Obwohl ich nicht so genau weiß, wie ich das damit machen soll, weil der müsste eigentlich alle Flüssigkeiten exportieren. So grundsätzlich alle. Und die dann nur in einen einzigen Slot machen, in einen ganz bestimmten. Aber der soll auch über Items alle Ores aufnehmen. Und das wird auch eine interessante Sache, weil ich fürchte, da muss ich hier ein bisschen mehr komprimieren. Ansonsten haut das nicht hin. So wie hier Extract und Insert, aber das ist ein bisschen schwierig. Purification aus der Purification Chest. Vielleicht müssen wir das komplett ändern. Könnte sein, dass wir das komplett ändern müssen. Ich sehe jetzt die Sachen, die sich ein bisschen überlagern oder nicht überlagern. Ach, das ist Wasser, okay. Die hier können wir nicht überlagern, weil sie beide den gleichen Slot belegen. Und die beiden, 5 und 7, müsste man eigentlich machen können. Da brauche ich halt nur... Was ist denn das? Das ist von der Purification und das ist von der Puffer. Kann man nicht irgendwie einstellen, dass alles, was hier rausgeht, nur da reingehen soll, unabhängig davon, wie viele andere Inserts es noch gibt? Ich meine, vielleicht kann ich da einfach eine Blacklist definieren. Obwohl, nee, das haut doch nicht hin. Die nehmen beide verschiedene Sachen an. Die Furnace Chest nimmt ja alles an, was für den Furnace ist, und die Purification Chamber nimmt alles an, was für die Purification Chamber ist. Das kann ich nicht wirklich miteinander vereinen. Ich müsste wirklich sagen, alles, was ich hier extrahiere, geht da rein. Unabhängig davon, welche anderen Sachen es noch gibt. Ich müsste die irgendwie miteinander verknüpfen können, damit das eindeutig ist. Enable on Color. Ja, das ist glaube ich, nochmal was anderes. Das ist schwierig, weil ich glaube, ich brauche zwei Channel. Oder wir müssen das halt mit den Flüssigkeiten irgendwie nach unten ableiten. Oder nach hinten, weil nach unten ist der Strom. Vielleicht muss ich das anders machen. Mit Mechanical Pipes. Ich weiß noch nicht. Weil der braucht ja auch einen Input an... Oder? Nee, der braucht keinen Input. Warte mal, jetzt habe ich wieder die Ores weggehauen, die wir aus dem Nether geholt haben. Wir gehen jetzt in den Nether und holen noch mehr... Gold Nugget Ores. So nenne ich die jetzt einfach mal. Weil man ja im Normalfall immer nur Gold Nuggets rausbekommt, wenn man sie einfach abbaut. Oh, gleich hier. Wunderbar. Brauchen wir nicht so weit laufen. So, das ist ja 6. Da würde ich 30 Ingots rausbekommen. Durch den kurzen Trip. Das wäre ja super. Das wollen wir ja. Jetzt geben wir dem das und werden dann anhand dessen feststellen, was der noch braucht. So. Und man kann auch zwei Controller miteinander verbinden. Aber ich weiß gerade nicht mehr wie. Und ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich mir das hier vorstelle. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall wird der Gold haben. So. Und das funktioniert natürlich nicht, weil der irgendein Zeug braucht. Der braucht Sulfuric Acid. So. Oh, das ist ja cool. Jetzt wurde das ganze Fenster da rein. Okay, das ist interessant. Sulfuric Acid, Rezept. Wir wollen einen Chemical Infuser, nicht wahr? Oder Item to Gas. Aber wie soll denn das funktionieren? Wie funktioniert denn Item to Gas? Ja, Flint zu Oxygen, Sulfur zu Sulfuric Acid. Aber wie? In welcher Maschine? Item to Gas Mechanism. Aber die können das doch gar nicht... Der hat doch gar keinen Slot. Oder hat der doch einen Slot? Hat der einen Slot für Sulfur und ich kann das da einfach reingeben? So, wir machen mal einfach. Gib dem mal ein bisschen Sulfur. Nee, der hat keinen Slot dafür. Wie soll denn das funktionieren? Das funktioniert doch nicht. Slurries. Energy.
Infused Types, Pigments, Gases, Items, meine Güte. Nee, der hat das nicht. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Deshalb, ich glaube, das bringt doch nichts, wenn wir aus Sulfuric Acid versuchen, in den Deconcentrator, das ist, glaube ich, nicht einfacher. Nee, das kann ich auch nicht herstellen. Das ist also albern. Wir brauchen also einen Chemical Infuser. So, und das sollte eigentlich, das ist nicht schwer. Warte, habe ich nicht einen? Nein, wir haben keinen. Okay, Chemical Infuser, das ist jetzt kein Problem. Das hier oben wird mich wahnsinnig verwirren, aber egal. So, wir brauchen nur noch einen. Wir machen mal zwei Basic Chemical Tanks. Chemical Infuser und ein Steel Casing. Mist! Okay. Iron. Gib mir ein Stack Steel. Und Kohle? Wir haben keine... Warte, Carbon heißt es. Aha! Großartig. So, ich glaube... Mist, ich glaube die Hälfte, wa? Oh, nee, das ist mehr. Es muss ja zweimal durchgehen, aber ich glaube, das reicht für ein Stack. Wir brauchen also nur ein Viertel, bin ich der Meinung. Wir lassen den mal machen. Und dann gucken wir mal, was da jetzt bei rauskommt. Ob der jetzt nur die Hälfte verbraucht oder alles. Weil es sieht aus, als ob er nur die Hälfte verbraucht. Ja. Dann machen wir doch so. Wir machen einfach mal und gucken, ob das hinhaut, okay? So. Dann müssen wir mal gucken. Dann müssten jetzt eigentlich genug... Warum ist denn jetzt immer noch nicht genug Stil? Müsste der es nicht schon längst haben? Was schmilzt denn der gerade? Nix. Warum schmilzt denn der nix? Hallo? Hallo, was ist hier los? So, jetzt erstellt er gerade Stil das her. Ist doch richtig. Müsste doch schon längst geschmolzen sein. So. Bam. Alter. Was macht der denn? Wo geht denn mein ganzes Steel Dust hin? Nicht in die Smelt. Da, jetzt ist es. Das ist so seltsam, das kommt irgendwie immer nicht sofort. Also, ich meine, das System funktioniert, aber man muss mehr Geduld mitbringen, als ich immer erwarte initial. Und ich bin immer verwirrt, warum. So, Chemical Infuser. So, der muss auch irgendwo hin. Und braucht halt irgendwie Strom. Aber auf welche Art und Weise müssen wir jetzt erstmal noch herausfinden. Weil der braucht ja auch irgendwie zwei verschiedene. Der braucht Sulfur Trioxid und Water Vapor. Decondensatrating Water. Okay, das ist relativ einfach. Aber dann müsste ich noch einen Rotary Condensator bauen. Weil den benutzen wir gerade. Ein Rotary Condensator war relativ einfach. Ja. Es ist sehr einfach sogar. Okay, das ist kein Problem. Den können wir nochmal bauen. Dann sollten wir die aber nebeneinander stellen. Und irgendwo, wo ich Platz habe. Verdammt. Mist. Mist, wir haben keinen Platz. Vielleicht können wir das auch über das MI-System machen und den Water Vapor irgendwie in das System importieren oder so. Vielleicht muss auch mein Bett woanders hin. Wir versuchen das mal. Wir versuchen das einfach mal. Bob. So. Chemical Infuser. Okay. Sulfuric Acid. Was ist mit dem Sulfur Trioxid? Brauche ich noch ein Chemical Infuser? Sulfur Dioxid. Decondensatrating Sulfur Dioxid. Achso, von Liquid Sulfur Dioxid. Und das wird hergestellt. Ja, wie bekomme ich denn das? Da drehe ich mich doch im Kreis. Sulfur Dioxid. Achso, Chemical Oxidizer. Okay, den haben wir doch auch schon. Chemical Oxidizer und der macht auch gerade nichts. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Controller. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wir müssen uns erstmal damit beschäftigen. Nein. Hier. Controller. So. Wenn wir hier... von Xnet. Ja, den. So, Controller. Da brauchen wir noch ein Machine Frame von RF Tools Base. Dann brauchen wir Redstone Repeater. Wie viel... Warte mal, waren das alles Redstone Repeater? Ja, okay. Noch einen. Einen noch. Und ein Redstone Comparator. Okay. Dann haben wir hier einen Controller. So.
Den kann ich aber jetzt nicht direkt anbinden. Sondern man brauchte da noch etwas anderes, nämlich hier ein Advanced Connector. Nee. Ein Routing Network Cable. Ich weiß nicht, was ein Advanced Connector ist, ehrlich gesagt. Der kann irgendwas anderes, aber ich weiß nicht was. Wir brauchen ein Routing Network Cable. Black Dye. Haben wir. Okay. Routing Network Cable. Damit lassen sich zwei Netzwerke miteinander verbinden. Wir gehen erstmal schlafen. Weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und wir brauchen für das Scheißding nochmal Strom. Ich sag euch, der Digital Miner ist hier ganz schlecht. So. Okay, Controller. Der hat jetzt natürlich gar nichts. Ich glaube, den kann man jetzt irgendwie miteinander verbinden, oder nicht? Vielleicht doch nicht. Ah, Routing Network Cable. Das funktioniert nicht auf diese Art und Weise. Dabei war ich der Meinung, vielleicht hat Xnet aber auch noch einen anderen Block, um die miteinander zu verbinden. Router. With this block you can connect multiple channels, controllers. Ah ja. Okay, das heißt, wir brauchen noch einen Router. Oh, mit Rails. Donnerwetter, die habe ich schon ewig nicht gebaut. So, wir brauchen einen Router. Den setzen wir kurz dahin, dann finde ich es besser wieder. Da brauchen wir noch ein Machine Frame. Das ist eigentlich kein Problem. Und da brauchen wir noch einen Redstone Comparator. Ist auch kein Problem. Und die Rails sollten eigentlich auch kein Problem sein. So, naja, gar kein Problem. Und da haben wir einen Router. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Too many channels on router. Too many channels on router? Wieso denn? Local channels, remote channels. Open manual? Oh nein, jetzt öffnet sich wieder eine Webseite. Das ist nicht gut. Das verstehe ich nicht. Was heißt denn too many channels? Too many channels. Network 8. Okay, das stimmt nicht. Das ist ja gar nicht miteinander verbunden. Ich weiß nicht, ob der so miteinander verbunden sein muss. Genau, hier. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Channel. Network 9. Too many channels on router. Wenn ich damit jetzt rangehe, kann ich immer noch nicht verbinden. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Verdammt! Ich weiß nicht, wie das blöde Mistding funktioniert. With this block you can connect multiple channels. Controller. Aber dann müsste ich doch auch den Block irgendwie mit diesen Kabeln verbinden können. Oder nicht? Aber kann ich nicht. Der will an keiner einzigen Stelle sich mit diesen blöden Kabeln verbinden. Ist doch nicht zu fassen. Okay, denn das ist jetzt nicht wirklich passiert. Okay, ich schätze, es hätte schlimmer kommen können, aber nicht viel schlimmer. Meine Fresse. Okay. Naja, mein Gott, das ist tatsächlich nicht so schlimm. Na schön. Dann bauen wir das halt zu Ende. Bauen das hier weiter, besser gesagt. Und dann muss ich halt mir irgendwo ein Tutorial angucken. Weil das... Ey, das habe ich auch noch nicht gemacht, hier den Basenboden abbauen. Meine Fresse. Ja, ich muss mir halt ein Tutorial angucken. Meine Fresse, es geht halt nicht anders. Ich weiß nicht, wie das Scheißding funktioniert. Und, pures Ausprobieren. Nein, nicht F, G. So, und reines Ausprobieren ist ja scheinbar nicht gut genug. Ich hätte wirklich gedacht und erwartet, dass man das durch Ausprobieren hinbekommt. Aber tut man nicht. Also muss ich gleich ein Tutorial gucken. Okay, was ich gesehen habe, es gibt neben dem Routing Network Cable natürlich auch Routing-Konnektoren, deshalb haben die sich nicht verbunden. Aber ich... Oh, wir haben das Cutting Board mit abgebaut. Aber ich fürchte, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. das ist nicht so, wie ich mir das wünsche und wie ich mir das denke. So funktioniert das nicht. Ich frage mich halt trotzdem noch mit diesem Chemical Infuser, dass wir uns hier ein bisschen im Kreis drehen. Wenn der Water Vapor will, das bekommt er aus dem. Okay, Sulfur Trioxid mit Oxygen können wir ihm geben, ist kein Problem. Sulfur Dioxid, da brauchen wir denn
Da brauchen wir den Chemical Oxidizer. Okay. Decondensating, Chemical Infuser. Okay, doch, das ist ja in Ordnung. Wir brauchen den Chemical Infuser einmal. Dann brauchen wir ein Rotary Condensator einmal. Für das. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen den. Wir brauchen den Chemical Oxidizer. So, wir brauchen einen Chemical Oxidizer für Sulfurdioxid. Und den kann das da rein. So. Und da bekommen wir Sulfurtrioxid raus. Ist doch okay. Ich brauch doch gar nichts. Sulfurdioxid stellen wir her aus dem Sulfur Dust. Wo wir natürlich nur eine endliche Quelle von haben, aber ich weiß nicht, wie ich es anders kriege. Weil dieses Liquid Sulfurdioxid, das dreht sich hier im Kreis, wenn ich danach suche. Scheinbar brauchen wir einfach eine Quelle von Schwefel. Und da bin ich mir gerade nicht so sicher, wo ich die herkriege, wenn ich hier Rezept mache. Na gut, ich kann Schwefel anbauen, prinzipiell. Aber ich glaube, es gibt keine Fractionating Still aus Light Oil. Keine Ahnung, was das ist. Also ich glaube, es gibt nichts, wo wir einfach so Sulfur rausbekommen, was sich wieder regeneriert. Pressurized Reaction Chamber. Aus Wasser und Oxygen. Ach, ein Block of Coal wird da. Ach so, das ist. Ja, nee, das ist auch nicht das. Chemical Injection Chamber. Salt und Gunpowder. Gunpowder ist aber auch eine endliche Ressource. Die kann ich auch nicht wirklich farmen. Ich meine, die könnte ich farmen, theoretisch, aber nicht so wirklich. Also, ich glaube, wir sind am besten dran, wenn wir Sulfur Essence einfach anbauen. Sulfur Seeds. Das ist Tier 2. Kommt schon, das ist nicht dramatisch. Block of Sulfur, das könnte ich sofort herstellen. Okay. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen nur einen Chemical Oxidizer. Chemical Dissolution Chamber, Chemical Infuser und wir brauchen noch einen Chemical Oxidizer. Und vielleicht sollten wir das irgendwo anders hinstellen. Ich glaube, damit sollten wir nach unten gehen, weil das zu eng wird alles. Die Chemical Dissolution Chamber, die ist da. Die sehen wir ja da. Und die soll von oben... Warte mal, die Chemical Dissolution Chamber, die stellt Dirty Gold Slurry her. Und damit müssen wir in den Chemical Washer, das hatte ich ja ganz vergessen, der braucht Wasser. Der ist auch relativ teuer. Und dann bekommen wir Clean Gold Slurry. Und das muss dann in den Chemical Crystallizer. Für Gold Crystal. Und das kommt in die Chemical Injection Chamber. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier unten so ein Dinges. Ich brauche gar nicht anfangen und da oben das Teil da hinzubauen. Hier den Chemical Dissolution Chamber. Das ist völlig absurd. Das brauchen wir überhaupt nicht da hinstellen. Das wird nicht hinhauen. So, wir machen hier wieder das Blue Network Cable da rein. So, und behalten erst einmal diesen Connector irgendwo in der Hinterhand. Den Router brauchen wir nicht. Routing Network Cable, Sulfur machen wir später. Der hat jetzt noch das Gold drin, nicht wahr? Glaube ich, ja. Gehen wir mal von aus. Chemical Infuser, Chemical Dissolution Chamber. Den Use für Dirty Gold Slurry in einem Chemical Washer. Den muss ich auch bauen. Und Clean Gold Slurry Chemical Crystallizer muss ich auch bauen. So, der Router kommt mal weg. Chemical Dissolution Chamber kommt auch weg. So. Und dann haben wir den Gold Crystal. Okay. Wir gehen einfach wieder rückwärts. Ich werde da unten irgendein anderes Network bauen müssen oder die Maschinen so nebeneinander stellen und jede Maschine nur eine Sache tun lassen. Ansonsten kommen wir einfach nicht hin. So. Wir stellen das dahin, damit wir mit Pipes rankommen. Wir stellen die nochmal anders hin. Und zwar so. Dann komme ich mit Strom von hinten. So. Chemical... Der hat mein Gold gefressen. Der Sack. Der Sack hat mein Gold gefressen. Toll. Toll. Ich meine, der Pesti könnte sich ja jetzt auch wieder Gold reincheaten, weil ihm das gestohlen wurde. Aber nein. So ist ja der Pesti nicht. So, da bleibt es einfach ein Loch. Ist mir egal. So. Chemical Infuser. So. Der braucht Sulfuric Acid. So. Aus dem Chemical Infuser. Achso, nein, der Chemical Infuser ist ja das. Hä?
Der Chemical Infuser stellt, ja, Chemical Dissolution Chamber. Ah ja, die habe ich auch noch nicht gebaut. Doch, die ist doch hier. In der Chemical Dissolution Chamber war das drin. So. So sieht... Nee, dann ist das ja richtig hier. Und da ist die Chemical Dissolution Chamber. Und die hat mein Gold drin. So. Meine Fresse. Okay. Der muss Sulfuric Acid herstellen aus Water Vapor. Damit können wir ja anfangen. Der muss einfach nur Wasser kriegen. Wasser in einem Rotary Condensator. So. Rotary Condensator. Den bauen wir als erstes. Es sei denn, wir haben oben einen, der nichts macht. Ich kann mir das nicht merken, welche der Maschinen nichts macht und wie die heißt. Nee, der Chemical Oxidizer, der macht nichts. Den brauchen wir auch. Den können wir schon mitnehmen. Boop. Na, großartig. Ganz großartig. Ah, Mann. Wir hoffen auch einfach mal, dass das hier unten alles wunderbar funktioniert und für immer und wir hier nie irgendwie nach dem Rechten gucken müssen. Weil ansonsten könnte es zu Problemen kommen, wenn ich immer wieder hoch und runter gehen muss. Wir hoffen einfach mal, dass das nicht passieren wird. Nicht wahr? Wir gehen einfach mal davon aus.